Servus zusammen und willkommen zurück. Ich bin der Grey Fox und wir spielen bei Franbo weiter. Ja, mir wurde gesagt, ich solle doch Goldmünzen sammeln. Das habe ich gerade getan. Und um euch das so ein bisschen zu ersparen, weil das hat jetzt irgendwie eine halbe Stunde gedauert, um 3 Goldmünzen zusammenzusammeln. Jetzt einfach nur... ja... Wurzel noch voll von angeschnitten. Irgendwas konnten wir die dann kombinieren. Aber womit? So. Wir hatten ja Palondras gesehen, wie er da dieses komische schwarze Vieh war. Der ist bestimmt. What? Leerfern, ich habe was du verlangst. Ich habe was du suchst. Was ist mit Mr. Bist du das, Mami? Meine geliebte Tochter, komm näher. Ich will dich spüren. Mami, ich habe Angst. Du brauchst keine Angst haben. Du musst näher kommen, Fred. Ich will dich küssen. Aber du kannst nicht meine Mutter sein. Kannst du nicht. Sie ist tot. Du musst jetzt näher kommen. Wenn du es nicht tust, kommt das große Monster. Nein, du bist nicht meine Mutter. Lass mich in Ruhe. Mein Liebling, das große Monster wird dich holen kommen. Es wird dich holen kommen. Es wird dich holen kommen. Mami, du machst mir Angst. Mami, hör auf, bitte. Jahreszeitenspiel verrückt. Okay. So. Wir gehen jetzt mal zum Berg. War der Berg hier? Hoffe doch. Die Hülle war noch nicht da. Hey, bist du der Mage? Oh, sind Sie der große Zauberer? Tut mir leid, ich bin Fran und brauche Hilfe. Das ist der Berg hoch dem Kottremberg. Entschuldigung, können Sie sprechen? Das sind zu viele Fragen. Gut. Okay, es tut mir leid, der König sagte, Sie könnten mir helfen. Was der König sagt, tun wir? Achso, was der König sagt, tun wir. Muss die Steine ausfallen. Müssen wir die Steine ausfallen, um die Tür in die Welt zu öffnen. Die Steine sind weg. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Ich vergesse. Man kann sie nicht finden. Oh, verstehe. Aber vielleicht kann ich bei der Suche helfen. Ich will nur die größte Antwort von allen wissen. Wie geht das mit dem Hasen? Ich habe gesehen, wie ein Mensch, wie es ein Mensch getan hat. Der Hase kam einem lernt, wie die größte aller Fragen. Wenn nichts existiert, existiert das Nichts. Aber wenn das Nichts existiert, dann gibt es kein Nichts. Das ist richtig. Ich frage mich wieder, wie? Warum fragen Sie nicht die Person, die es getan hat? Oh, ich habe einen super guten Tag. Das führt dich zum großen Zauberer. Das bin ich. Nur, dass du es weißt. Okay. Oh, guten Tag. Ich bin wegen der Steine hier. Der König schickt mich hierher. Die Steine? Ah, nach ihnen hat schon lange niemand mehr gefragt. Ich habe den großartigsten aller Sprüche gewirkt, damit sie niemand finden kann. Du weißt schon, die schwarzen Schatten. Die Kamalas versuchen immer, sie zu stehlen. Also muss ich sicher gehen. Aber ich brauche die Steine. Ich bin hier nicht zu Hause. Die Steine verstecken sich. Mich nur an die 4 Rätsel, die mit Stein verbunden sind. 4 Rätsel, die meine Erinnerung wiederbringen werden. Nur wenn alle 4 Rätsel korrekt beantwortet werden, werde ich dir sagen können, wo du 5 Gegenstände finden kannst. Diese Gegenstände sind die Steine in ihrer anderen Form. Dann bin ich der Einzige, der sie zurückholen kann. Oh, das war viel Information. Ich zeige es dir.
Das ist der Stern von Itasna. Onkabe, größte Führer und Himmel. Größte Wächter dieses Landes. Was muss ich tun? Wo sind die Rätsel? Ich gebe dir die 4 Rätsel. Geschrieben in der Sprache von allen. Die Antwort ist immer ein Gegenstand. Lege diese Gegenstände auf den Stern von Itasna, auf dem passenden Symbol. Danach sage ich dir, wo die Steine sind. Okay. Vielen Dank, Herr Zauberer. Zauberer, der König sagte mir, dass sie mich wieder menschlich machen kann. Hat er? Hm, ich glaube, das stimmt. Ich erinnere mich kaum noch, wie das geht. Sie erinnern sich nicht? Ich kann im Baum nach Hause gehen. Ich stehe, aber ich kann dir jetzt nicht helfen, das Wissen wiederfinden. Vielleicht können wir dich wieder menschlich machen, wenn du den ersten Stein hast. Oh, das wäre wunderbar. Ja, unglaublich und toll. Versuch einfach die Rätsel zu lösen, alles wird gut, glaube ich. Brauche ich etwas Besonderes, um ein Mensch zu werden? Ich glaube, der Geruch ist wichtig, wenn ich mich nicht erinnere, richtig erinnere. Also, bring mir deine Klamotten und wir schauen, wie es geht. Ihre Klamotten eines der Kleidungsstücke. 1, 2, 3. Ah. Ich habe doch die Kleidung schon. Und versuche. Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Hell wie die Sonne, doch verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn, lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Leicht und wohl bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Spiel bitte! So. Hell wie die Sonne, ich bin kalt. Hast du so viel Resident Evil gespielt? Hm? Ich kann dich noch nicht menschlich machen. Wir müssen den ersten Stein finden. Zwei große leere Flaschen. So. Rätsel Nummer 1. Ich bin kalt. Nehme ich an, sonst brenne ich lichterloh. Ein Ofen vielleicht. Jemand einen Ofen? Hallo, ich bin Flynn. Was machst du da? Tag, Bruder, dann schmelze dieses Stück Eisen. Was? Und Teile liefern. Du machst all das? Ich verstehe. Ja, wenn du eine Idee hast, sprechen wir über. Adam, ich mache es. Das ist gut zu wissen, vielen Dank. Ich muss arbeiten.
Ja, du lässt uns eh nicht rein. Gibt's nix. Guck uns nochmal die Rätsel an. Vielleicht bringen ja die Bilder irgendwelche. Hell wie die Sonne, da verbrenne ich dich nie. Vielleicht wirst du sauer lächeln. Oh, viele Gebiete. Oh, gibt's hier vielleicht noch irgendwie? Nee. Papierwindrad ist riesig. Durch. Da ist diese Kneipe, wo wir nicht reinkommen, weil wir keinen Platz haben. Du bist wunderschön, so anders als die anderen. Können wir die uns mitnehmen? Ja. Versuchen. Rote Blume sind nicht komisch. Ding daraus werde ich auch noch nicht schlau. So was mit der Blume anfangen, Keule. Also die Rätsel sind echt tricky. Das letzte mit der Feder ist eigentlich recht simpel. Aber die anderen? Bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, verbrenne ich Licht, hallo. Verstehe nicht, aber ich kenne ja einige der Symbole wieder. Na gut. Wir machen mit den Rätseln das nächste Mal weiter. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und in dem Sinne, haut rein. Bis die Tage.